Viel Spaß wünscht Ihnen jetzt Dithmarscher Pilsener, naturfrisch vom Lande. Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparaden-Show. Mit dem Eller und vom Eller. Heute gibt es wieder Schlager, Country, Oldies und noch mehr. Mit dem Eller und vom Eller. Auf der Reeperbahn nach Sumheim 1. Ob du Mädel hast oder hast keins, amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn nach Sumheim 1. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kenn ich nicht, mein St. Pauli bei Nacht. Silbern klingt uns bringt die Heuer, heut spürigt der Feine uns. Heute ist mir nichts zu teuer, morgen geht die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine die Reeperbahn nach der Freiheit raus. Treff ich alleine blonde, ich feine, die gabe ich mir auf. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um 9 meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir treu, sogar bis um 10. Hack mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Auf der Reeperbahn, das ist um 1:30. Ob du Mädel hast oder hast keins, amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn nachts um 1:30. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli bei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ellermann Spezial. Heute kommen wir aus Bad Nenndorf. Ich habe mich aufgemacht hier nach Niedersachsen in dieses wunderschöne Staatsbad Bad Nenndorf, denn hier ist wirklich richtig was los und wir werden heute in der Muschel mit unseren Schlagerstars, mit Ernest Clinton, mit Uli Martin und Fräulein Menke für gute Stimmung sorgen. Und hier im Hintergrund sehen Sie das Hotel Hannover. Das Hotel Hannover ist eines der schönsten Hotels hier im Ort Bad Nenndorf und hier haben wir auch mit unseren Künstlern genächtigt und wir werden auch gleich mal reinschauen und natürlich den Hoteldirektor begrüßen. Ich begrüße auch Frau Busche. Frau Busche ist ja hier aus Bad Nenndorf die Kurdirektorin und viele Gäste mehr und natürlich ein tolles musikalisches Programm. Also lassen Sie sich ein bisschen gut unterhalten hier aus Niedersachsen aus Bad Nenndorf. Viel Spaß und bevor wir reingehen ins Hotel, haben wir schon mal in der Muschel einen musikalischen Gast, genauer gesagt Uli Martin für Sie. Bitteschön. Ich rufe dich, sag, hörst du mich? Schönes Mädchen, das ich sah im Vorübergehen. Blond war dein Haar und mir ist klar, was auch kommt, ich muss dich wiedersehen. Wo bist du? Zeig mir den Weg zu dir. Hör mich an, denn ich bin so allein. Und ich weiß ja, wenn ich dich verliere, lacht für mich nie mehr der Sonnenschein. Oh, ich rufe dich, sag, hörst du mich? Schönes Mädchen, das ich sah im Vorübergehen. Blond war dein Haar und mir ist klar, was auch kommt, ich muss dich wiedersehen. Thank you.
Märchen, das ich sah im Vorübergehen. Blond war dein Haar und mir ist klar, was auch kommt, ich muss dich wiedersehen. Hör mein Lied, ich sing für dich allein. Komm zu mir, mach meine Träume wahr. Dass ich sah im Vorübergehen. Blond war dein Haar und mir ist klar, was auch kommt, ich muss dich wiedersehen. Was auch kommt, ich muss dich wiedersehen. Was auch kommt, ich muss dich wiedersehen. Den musikalischen Eindrücken auf der Bühne, auf der Muschel natürlich, in der Muschel hier in Bad Nenndorf, habe ich mich ein bisschen aufgemacht, immer noch hier im Hotel. Und hier sind sehr viele Gäste und die kommen, glaube ich, aus dem Emsland. Und da wollen wir doch mal reinschauen, was hier so genau los ist. Gut gefrühstückt haben die Leute, ja, und wir wollen mal schauen, wie sie gut gefrühstückt haben. Herzlich willkommen, wo kommen Sie her? Ich komme aus Meppen. Aus Meppen? Ja. Man sagt ja immer, die Deppen leben in Meppen. Nee, ne? Nein, das kann ich nicht sagen. Die Meppener sind sehr nette Leute und es ist auch eine sehr schöne Stadt. Das sieht man an. Sie haben gut gefrühstückt hier. Gefällt es Ihnen gut im Hotel hier? Ja, ganz angenehm. Wundervoll. Und das ist Ihre Frau, glaube ich, hier, ne? Das ist meine Frau. Ja, genau, so ist das. Sie sind mit Ihrem Mann zufrieden? Ja, sehr. Was soll sie jetzt auch im Fernsehen anderes sagen, ne? Was soll sie anderes sagen? Könnt ihr noch mal einen schönen Schlachtruf? Vorhin war der so schön laut. Mal einmal einen Schlachtruf hier für alle zusammen aus Meppen, bitte. So gut haben die gefrühstückt, ne? Wir zeigen jetzt noch ein paar Eindrücke hier aus Bad Nenndorf und gehen dann wieder auf die musikalische Bühne. Und dann habe ich Silke Busche, die Direktorin hier aus dem Staatsbad Bad Nenndorf, zu Gast am Mikrofon. Bis gleich. Eindrücke und Musik, bitteschön. Hey! Wo sind die Hände und die Feuerzeuge? Super! Du gingst von mir in einer Stunde, es war die Stunde Null. Ich hatte meinen Tipo, du nahmst mir vieles krumm. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir auch nicht du. Jetzt liegst du alten anderen und mein Herz schaut traurig zu. Hinter mir, in meinem Kopf geht gar nichts mehr, mein Herz, es braucht dich sehr. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir auch nicht du. Jetzt liebst du alten anderen und mein Herz schaut traurig zu. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt, weil
müssen verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hab mir doch alles, alles verzehrt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich. Und jetzt habe ich mich doch mal aufgemacht an die Rezeption. Ich habe den Chef des Hauses hier, Herrn Pinkenburg. Jawohl. Ist richtig, ne? Das ist vollkommen korrekt. Ich habe ein paar Mal jetzt schon den Namen verkehrt gesagt, also aber Ihren Namen habe ich jetzt, glaube ich, drauf. Und wir möchten Sie natürlich Ihr Hotel auch ein bisschen vorstellen. Hier in Bad Nenndorf sind wir heute. In der Muschel gibt es im Kurpark die großen Stars, die Oldie-Stars, ob Fräulein Menke, Ernest Clinton oder Uli Martin. Und die haben natürlich auch hier bei Ihnen genächtigt und es war alles wunderschön. Und Sie haben einen wunderschönen Frühstückssaal ja hier. Beschreiben Sie Ihr Hotel doch mal. Richtig beschreiben ist natürlich schwer, weil die ersten Stunden des Hotels habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Das ist das erste Haus in Bad Nenndorf überhaupt. Wir sind seit 1782 ist die Villa, das ist das erste Hotel ganz in Bad Nenndorf, ist vom Kurfürsten damals eröffnet worden und wurde über Generationen und Generationen immer wieder angebaut und überall sind kleine Ecken, kleine Winkel und. Deswegen ist es natürlich schwer, das ganze Haus komplett zu zeigen, beziehungsweise darüber irgendwas zu sagen. Ich bin glücklich darüber, dass wir in Bad Nenndorf jetzt seit dem 25.11.2006 wieder eröffnet haben. Es sind viele neue Besitzer da gewesen. Aber ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Standpunkt. Wir arbeiten gut mit der Kur- und Tourismusgesellschaft zusammen. Die Frau Busche, die Geschäftsführerin von der Kur- und Tourismusgesellschaft, ist uns ein sehr, sehr gutes Standbein mit. Und ja, ne, für Bad Nenndorf ist es sehr schön. Die Gäste sagen es immer wieder, die Bevölkerung in Bad Nenndorf, die Einwohner, alle sagen immer wieder, es ist so schön, dass dieses Haus endlich wieder zum Leben erweckt wurde. Und Sie sind ja kurz vom Kurpark, denn wir gehen gleich in den Kurpark rein. Dort haben wir Frau Busche auch und werden ein Interview führen mit ihr und natürlich auch die musikalischen Stars erleben. Wir möchten noch mal ein bisschen wissen, wie viele Zimmer haben Sie, wenn man zu Ihnen kommt, hier nach Bad Nenndorf, schräg gegenüber von der Kurverwaltung sind Sie ja. Wie viele Zimmer können hier eingebucht werden? Zurzeit sind es 66 Zimmer. Das ist auch im Wandel der Zeit immer wieder geändert worden. Vor der Eröffnung waren es 121. Jetzt ist aus diesen 121 66 Zimmer geworden. Dafür ist die Bürgerhilfe mit im Boot. Wir haben eine Seniorenwohnanlage mit betreutem Wohnen, ein Pflegeheim geschaffen und da wurde ein bisschen was umgebaut und dementsprechend sind es jetzt etwas weniger Zimmer, aber für Bad Nenndorf immer noch reichlich. Wir wollen auch ein bisschen Werbung machen für Sie und ganz kurz sagen, wo man Sie findet, in welcher Straße und vielleicht gibt es auch eine Telefonnummer, die wir einblenden können. Aber natürlich, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind in der Buchenallee 1, ganz leicht zu finden über die Autobahn sowieso. Bad Nenndorf hat ja eine verkehrsgünstige Lage von der Autobahn A2. Ist es super schnell zu finden und ja, dementsprechend ist ganz Bad Nenndorf beziehungsweise überhaupt die Stadt, die Region zwischen Hannover und dem Deister ist verkehrsgünstig richtig klasse gelegen. Wenn man schnell fährt, ist man in eine Dreiviertelstunde hier. 2 Stunden sollten Sie aber einkalkulieren, ein bisschen Stau kann ja auch mal sein. Das braucht man schon von Hamburg. Wir wollen noch mal einmal ganz kurz Ihre Telefonnummer wissen. Wie lautet die? Das ist für Bad Nenndorf die 05723 und für das Haus 7920. Gibt es auch ein Internet, wo man mal reinschauen kann? Internet ist ja heute ein guter Stichpunkt. Haben wir da eine Seite? Da sind wir sogar schon auf EU-Norm. Das ist info@tagungshotel-hannover.eu.
EU. Also, dann mal schnell ins Internet und reinschauen, aber bitte erst nach der Sendung. Wir gehen jetzt musikalisch wieder in die Muschel sozusagen, die Musikmuschel, so heißt sie, ne? Genau. Und dort werden wir jetzt gleich Fräulein Menke erleben, vielleicht ja im Dirndl, passt ja hier, schon ein paar Berge habt ihr ja schon, ne? Ja, wir sind eben so zwischen Flach und Steinhuder Meer, der kleine See und ja, eben der Deist da, der dann etwas in die Höhe schießt. Also hast du gehört, Fräulein Menke, ich bin Franziska sehr, sehr flach. Und du bist vielleicht etwas bergiger. Viel Spaß, hier ist Fräulein Menke. Ich danke Ihnen recht herzlich. Alles klar, danke schön. Uwe zeigte mir Fotos, das war im August. Er am Ruder der Yacht, braun gebrannt als Wurst. Er sagt, mein Boot liegt allein an der Costa del Sol. Er sagt mir, mit dir auf dem Meer, ja, da fühl ich mich wohl. Na, jetzt? Im Tribut, in Seenot, treiben wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Echolot, ein Tretboot, was zu sinken droht. Im Tribut, in Seenot, sagtest du nicht Motorboot. Zögernd gibt er zu verstehen, Schatz, es ist kein Land zu sehen. Hey, hey! Oh, yeah, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah, yeah! Außer ihm gibt's nur mehr und mehr ist nicht zu sehen. Hoffentlich geht das. Mit dem Fernglas am Hals spielt er den Kapitän. Ich werd mein Heimweh nicht los, ich will nach Haus. Nur noch eine Stunde mit ihm, dann raste ich aus. Alle! Im Tretboot, in Seenot, treiben wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Echolot, ein Tretboot, was zu sinken droht. Im Tretboot, in Seenot, sagte so nicht Motorboot. Zögernd gibt er zu verstehen, Schatz, es ist kein Land zu sehen. Wir haben es ein bisschen abgeseilt. Im Hintergrund singt Uli Martin in der Muschel, du bist das allerschönste Mädchen. Das könnte man fast von Frau Buschig ja fast auch sagen. Sie ist ja schon seit Längerem hier tätig, direkt im Kurhaus. Das heißt Haus Kassel, sehe ich von hier schräg gegenüber, sehen wir das. Und dort sitzen sie jeden Tag und heute sind wir in Bad Nenndorf. Wir haben schon schöne Sachen gezeigt den Fernsehzuschauern und heute mit trockenem Wetter, das freut uns, da können wir gute Aufnahmen haben. Haben wir das Schlösschen im Hintergrund. Das ist ja auch so ein Symbol, das müssen wir ja unbedingt unseren Fernsehzuschauern zeigen. Ich grüße Sie recht herzlich, Frau Busche. Ja, schönen guten Abend. Wir wollen jetzt ein bisschen von Ihnen wissen, Frau Busche, Sie als Kurdirektorin, was sind so Ihre Highlights hier? Nennen Sie mal so 5 bis 6 Highlights. Warum sollte der Hamburger oder auch alle die, die um Hamburg uns natürlich sehen, hier nach Bad Nenndorf kommen, einen Urlaub machen, eine Kur machen oder ähnliches? Ich muss nur kurz korrigieren, ich bin nicht die Kurdirektorin, ich bin die Geschäftsführerin der Kur- und Tourismusgesellschaft, die eben diesen Park, die Veranstaltungsräume und auch das Marketing für Bad Nenndorf betreut. Aber für einen Hamburger Besucher ist also der Kurpark Bad Nenndorf ganz hervorragend für einen Ausflug geeignet. Im Hintergrund das Schlösschen, das war also auch der Sommersitz von Jérôme Bonaparte, dem Bruder von Napoleon, der hier das Schlammbaden eingeführt hat. Gleich dahinter die Sündelbuchenallee, Deutschlands einzige Allee dieser wunderbaren Zickzack-Wuchsbäume, also auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und hier im Park kann man die Seele so richtig baumeln lassen unter dem alten Baumbestand und mit diesen wunderbaren Wasserbecken und ja, schönes hier. Man kennt ja immer so, ich hatte vor dem Eingang gesagt, die Kurdirektorin, gibt es die denn auch? Nein, die gibt es nicht mehr. Darf ich sie doch vielleicht für, zumindest für das Interview so nennen? Oder ist das ein Aufstieg jetzt? Das wäre vermutlich ein Aufstieg und hätte bestimmt wieder neue Pflichten, die ich dann demnächst übernehmen müsste. Nur heute Abend fürs Fernsehen ist sie jetzt die Kurdirektorin, ist ja auch nicht so schlecht. Ne? Also,
Das Kind muss einen Namen haben. Sie managen das Ganze, kann man unterm Strich sagen. Heute sind es alles Generalmanager. Früher hat man eine Veranstaltung organisiert. Heute heißt man Eventmanager und das sind Sie ja letztendlich auch. Und hier in der Muschel geht es musikalisch zu. Es füllt sich schon allmählich. Wir sind ja noch recht früh dran, denn wir haben ja aufgezeichnet. Es wird zwar viel im Fernsehen geschummelt, aber heute haben wir aufgezeichnet, weil das ginge ja sonst gar nicht. In der Mittagszeit sind wir und es wird ein bisschen voller. Die Highlights haben Sie uns schon verraten. Was wird in diesem Jahr jetzt ab August noch hier in Bad Nenndorf zu sehen sein? Also wir haben jetzt noch eine Open-Air-Klassikoper Rigoletto. Das ist auch ein ganz besonderes Highlight, weil das auch hier hinterm Schlösschen direkt stattfinden wird. Wir haben Ende August unser großes Lichterfest unter dem Thema Traumhaftes Bad Nenndorf, wo auch der ganze Park mit intrigiert wird. Da ist das Gourmetfest dann gleichzeitig und das geht dann an jedem Monat mit einem besonderen Highlight wieder zum Bauernmarkt hin im Oktober. Dann haben wir noch eine große Jagdhundeprüfung hier. Da sind sicherlich auch ganz viele interessante Zuschauer wieder hier. Also hier fangen ja auch die Berge an. Nicht? Das hat man ja so gesehen. Wir als Flachlänger aus Hamburg, wir kennen ja keine Berge, nur die Harburger Berge. Da geht es richtig jetzt so zur Sache. Und in Paderborn gehen, werden sie ein bisschen höher dann. Ne? Ja, das fängt jetzt hier mit dem Deister an und dann schließt sich gleich das Weserbergland an. Und von Bad Nenndorf kann man eben wirklich alle Sehenswürdigkeiten wunderbar erreichen. Sei es das Bückeburger Schloss oder Hameln, selbst die Landeshauptstadt Hannover. Das sind von hier 20 Minuten mit der S-Bahn. Also hat man hier einen wunderbaren Standort, diese Gegend zu erkunden. Gleich sind wir wieder drauf mit Frau Busche. Vorher ein bisschen Musik aus der Muschel. Nicht mit Uli Martin, die Sie im Hintergrund hören, sondern mit Fräulein Menke. Die kommt gleich. Bis gleich. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir
die Hände. Schön. Und wieder geht's los hier. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, meine so, wie ich es sag. Ich bin total verwirrt, ich wär verrückt, wenn's oft passiert. Solo! Und, hey! Jetzt haben wir uns noch mal ein bisschen abgeseilt und zwar genauer gesagt hier Haus Kassel im Hintergrund. Da sitzen Sie ja auch, das ist die Tourismusinformation, Touristikinfo. Dort kann man natürlich sich informieren. Und was noch, Frau Busche? Ja, da haben wir auch unsere Leseräume. Da sitzt natürlich der Hauptsitz der GmbH. Die Tourismusinformation ist ein Teil davon. Und da ist eben der neue Brunnenausschank mit dem Schwefelwasser, das eines unserer natürlichen Heilmittel darstellt, die wir hier in Bad Nenndorf eben haben. Das ist die stärkste Quelle Europas und die hat jetzt einen neuen Platz hier im Haus Kassel bekommen. Super, da seid ihr, da kann man auch lesen dann, ne? Ja, genau, da haben wir also verschiedenste Zeitschriften, die man dann eben ausleihen kann, sich dort auch hinsetzen kann oder die Zeitung mit rausnehmen bei schönem Wetter hier auf dem Platz. Ja, Sie haben ja wahnsinnig viel, Schlösschen ist da, das Seminarhotel, ne? Das ist auch immer, glaube ich, ziemlich gut gebucht, ne? Ja, wir haben ja mit der Wandelhalle, die sich ja hier an das Gebäude anschließt, in den letzten Jahren also alles neu saniert, renoviert, auf den neuesten Stand gebracht. Im vergangenen November zum letzten Bauabschnitt mit dem Atrium, das alte mit dem neuen Haus verbunden und das bietet wunderbare Möglichkeiten für Tagung. Das wird auch sehr gut angenommen. Also unbedingt mal vorbeischauen nach Bad Nenndorf. Wir haben viele, viele Eindrücke hier bekommen. Frau Busche, Ihre Internetseite würden wir auch ganz gerne nochmal unseren Zuschauern ans Herz legen. Nach der Sendung bitte dann nur. Und die wäre wie? www.badnenndorf.de. Da sollten Sie mal reinschauen und vielleicht den nächsten Urlaub oder Ihre nächste Kur dann hier buchen in Bad Nenndorf. Es lohnt sich wirklich. Also wir haben doch schon in 2 Tagen hier einiges erlebt und mitbekommen und würden uns mal wieder freuen, bei Ihnen zu Gast zu sein. Denn die Hamburger kommen ja auch in Scharen bei Ihnen, ne? Ja, sehr gerne. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier wieder treffen. Abgemacht. Jetzt geht's auf die Bühne noch einmal. Wir hören im Hintergrund ein bisschen Uli Martin und den nehmen wir doch gleich musikalisch mit. Denn unsere Kameras sind ja unten an der Muschel auch und nehmen Sie mit. Ich danke Ihnen recht herzlich, Frau Busche, und eine gute Saison. Danke sehr. Alles Gute und wir gehen auf die Bühne. You can dance every dance with a guy who gave you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. I know that the music
Meine Damen und Herren, tolle Eindrücke hier aus Bad Nenndorf. Wir sind ja hier an der Muschel. Gerade ist die Bühne mal kurz frei und da habe ich das genutzt und habe die Bürgermeisterin gesehen, hier von der Stadt Bad Nenndorf, vom Örtchen kann man ja sagen, Bad Nenndorf, dem Staatsbad, dem Kurstaatsbad. Das war ja mal, aber ihr seid es ja noch. Guten Tag. Guten Tag. Also wir sind es auch noch. Wir sind eine junge Stadt seit 2000 und haben eine ganz lange Tradition, über 200 Jahre als Kurort. Und wir sind auch heute noch Kurort und Staatsbad. Und Sie sind ja Bürgermeisterin. 7 Jahre sind Sie dabei jetzt derzeit, nicht? Und da fühlt man sich auch richtig frisch noch, ne? Ja, wenn man in einem Kurort lebt und das, was dieser zu bieten hat, in Anspruch nehmen kann und das auch tut, dann fühlt man sich gut. Wollen unsere Zuschauer doch sicherlich wissen, was macht eine Bürgermeisterin hier in Bad Nenndorf, die 7 Jahre natürlich toll am Ball ist für die Leute, die hier leben, aber auch für die Kurgäste, das sind ja dann kurzweilige auch Mitglieder ihrer Gemeinde. Was macht die so den lieben langen Tag? Was sind ihre Aufgaben? Also ich muss dazu sagen, ich bin ehrenamtlich tätig. Das heißt, eigentlich wird das von vielen so gesehen, das ist eine Freizeitbeschäftigung, aber das kann ich nicht bestätigen. Es ist auch ehrenamtlich ein Amt, das durchaus die ganze Frau fordert. Man kann nicht sagen, jetzt habe ich gerade mal Zeit und auch Lust und nichts anderes zu tun, jetzt kümmere ich mich um meine Stadt, sondern das ist, denke ich, auch ehrenamtlich für mich ein Fulltime-Job. Also super. Jetzt wollen wir natürlich wissen, Frau Olk, von Ihnen, hier in Bad Nenndorf wird viel Kulturelles geboten, heute jetzt hier in der Muschel auch. Nicht? Die Leute können hier wunderbar sitzen, können das Programm genießen. Was für Vorzüge hat Bad Nenndorf? Warum sollte der Hamburger, der uns vielleicht sieht, aber auch der aus Hannover, warum sollte man als Tagesgast auch mal vorbei? Machen Sie mal ein bisschen Werbung für Ihren Ort. Naja, also als Bürgermeisterin finde ich meine Stadt natürlich, das ist die schönste, die beste und die liebenswerteste und auch die, in der man gerne lebt. Aber wenn man nicht immer hier leben kann und darf, dann ist man als Gast und Tourist, als Kurgast herzlich willkommen. Wir haben hier die natürlichen Heilmittel, Moor, Sohle und Schwefel. Wir haben ein Thermalbad, in dem man sich aufhalten kann, das viel bietet, auch im Saunabereich. Wir haben Sohlewasser. Der Brunnen ist noch nicht ganz fertig, sonst hätte ich Sie jetzt zu einem Umtrunk eingeladen. Und wenn Sie mich fragen, wie schmeckt das denn, dann kann ich nur sagen, Sohlewasser ist sehr, sehr, sehr gesund. Und so ist dann auch der Geschmack. Das ist toll. Sie waren da des Öfteren sicherlich schon, ne? Ja, ich darf oder muss das häufiger kosten, auch vor Publikum. Und es gelingt mir, wenn ich an meine Gesundheit denke, dabei ganz begeistert zu gucken. Was wünschen Sie Bad Nenndorf für die nächsten Jahre? Sagen wir mal einmal für die nächsten 7 Jahre. Für die nächsten 7 Jahre, ja, wenn Sie das so sagen, dann hoffe ich, dass jetzt nicht 7 fette Jahre vorbei sind und 7 magere kommen, sondern dass es für uns immer gut und positiv weitergeht. Wir haben viel vor. Wir haben im Jahre 2005 viele Dinge vom Land übernommen. Wir sind ja Staatsbad. Vieles hat dem Land gehört, unter anderem auch der Kurpark, die Wandelhalle, das Schlösschen. Wir haben also den Kurpark und dazugehörige Immobilien übernommen, darin viel Geld investiert, auch mit Unterstützung des Landes. Aber wir haben auch zukünftig da noch viel vor. Wir wollen auch in der Innenstadt viel investieren. Wir sind da in ein Programm gekommen. Das fördert uns, aber leider haben wir da die Förderrichtlinien noch nicht und wir haben schon Muskelkater, weil wir in den Startlöchern stehen und nicht loslegen können, weil wir nicht die Bedingungen kennen. Also es wird in Bad Nenndorf noch schöner werden, es wird noch mehr gute Angebote geben und ich denke, dass also nur gute Jahre, noch weitere 7 gute Jahre für Bad Nenndorf kommen.
Das hoffen wir auf jeden Fall. Es gefällt uns sehr, sehr gut hier und die Zuschauer strömen ja auch schon in Scharen herbei, die das Musikprogramm gleich erleben möchten hier, denn gleich wird wieder ein Gast auf der Bühne sein hier bei uns und da hoffen wir natürlich, dass auch richtig gute Stimmung aufkommt. Sie feuern auch ein bisschen mit, ne? Selbstverständlich. Wenn hier in Bad Nenndorf was los ist, dann ist es sozusagen Pflicht der Bürgermeisterin, diese guten Feste zu eröffnen und dann auch anwesend zu sein. Und wir haben alle immer viel Spaß. Ganz kurz nochmal auf die Einwohner. Wie viele sind das exakt, die hier dauerhaft leben? 10.317, 18, 19, so um den Dreh herum. Wenn ihr voll Haus habt, sag ich mal, mit Kurgästen, wie viele sind dann hier in Bad Nenndorf? Ungefähr gibt es da eine Statistik? Da gibt es sicherlich eine Statistik, aber die ist sehr unterschiedlich. Also es sind ja nicht ständig bestimmte Zahl an Ort, aber wir haben rund 160.000 Gäste im Jahr. Das ist eine ganze Menge. Dann hoffen wir, dass wir gleich schön feiern. Ich danke Ihnen recht herzlich von allem, dass Sie hier bei uns waren, dass Sie das Interview gegeben haben. Aber das ist ja selbstverständlich, wenn man so viel klopft für seine Stadt, dann ist das natürlich selbstverständlich, dass Sie dann auch kommen. Ne? Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch viel Spaß in und mit Bad Nenndorf. Genau. Wir gehen wieder auf die Bühne, musikalisch hören wir ein bisschen, machen die Bühne frei, schwuppdiwupp. Und dann hier auf dieser historischen Bühne erleben Sie unseren nächsten Gast, Ernest Clinton. Viel Spaß. Dankeschön, Frau Bürgermeisterin. Dankeschön. Alles Gute. Woo! Yeah! Jetzt kommt die Sonne! Und wenn Sie den Text können? Matilda, yeah, Matilda, oh Lord, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me cat and house. She had that serious plan, don't you know? Oh, Matilda, she find me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, woo, Matilda, oh Lord, Matilda, she take me money and run a Venezuela. One more time, Matilda, Lord, Matilda, oh Lord, Matilda, she take me money and run a Venezuela. Well, the money was down inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she find me money and run a Venezuela. Come on now, Matilda, woo, Matilda, oh Lord, Matilda, she take me money and run Venezuela. One more time, Matilda, yeah, Matilda, oh Lord, Matilda, she take me money and run Venezuela. Matias, let me hear you sing now. Matilda, let me sing louder. Matilda, oh yeah, Matilda, she take me money and run Venezuela. Let me hear you sing, everybody. Matilda, sing on, ma, bisschen lauter. Matilda, she take me money and run Venezuela. But my friend never to lose again, she had that serious plan. Don't you know, oh Matilda, she find me money and run Venezuela. Happy corner, Matilda, yes sir, Matilda, oh yeah, Matilda, she take me money and run a Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, oh yeah, Matilda, she take me money and run a Venezuela. Hip hop a corner, Matilda, swing up a line, Matilda, oh Lord, Matilda, she take me money and run Venezuela. Yeah!
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben tolle Eindrücke hier aus Bad Nenndorf sicherlich genossen in unserer Sendung, die ja heute aus Bad Nenndorf kam, aus dem Staatsbad in Bad Nenndorf. Hier an der Promenade laufen wirklich die Leute rum, essen Eis und haben natürlich tolle historische Hintergründe. Hier hinter mir plätschert es ein bisschen, der Brunnen, der ewig sprudelt. Aber hier sind ja sowieso so viele Brunnen und Quellen, damit Sie gesund werden. Wenn Sie mal einen Tagesausflug machen, fahren Sie nach Hannover und dort dann auf die Autobahn nach Dortmund und dann Bad Nenndorf natürlich abfahren, gleich wo die Berge beginnen sozusagen. Da ist Bad Nenndorf. Es ist wirklich eine Reise wert. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. 2 Tage haben wir hier gearbeitet in Bad Nenndorf und es hat wirklich viel Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns auch mal wieder. Wir sagen Dankeschön, liebe Fernsehzuschauer, und wir haben jetzt noch was Musikalisches für Sie, denn in der Muschel wurde ja kräftig musiziert. 6 Stunden nonstop traten unsere Schlagerstars auf und da möchten wir Ihnen natürlich jetzt noch mal ein bisschen Musik servieren. Ich sage Tschüss bis zum nächsten 1. des Monats, denn im August sehen wir uns ja noch mal vor der Horner Rennbahn wieder. Sie wissen ja, die Horner Rennbahn läuft ja direkt am 9. und da hoffe ich, sehen wir uns auch am 9. August. Es gibt übrigens noch Restkarten, die Sie einkaufen können sozusagen. Also seien Sie dabei an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das war's aus Bad Nenndorf. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Ellermann. Ciao, ciao. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand: Komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie: Bleib doch nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparadenshow. Mit dem Heute gibt es wieder Schlager, Kampf, für die Oldies und noch mehr. Das war's wieder mal und alles Gute bis zum nächsten Mal wünscht Ihnen auch Dithmarscher Pilsener, naturfrisch vom Lande. Tschüss.